Nach einer Belastung müssen Glasgeländer wieder in die ursprüngliche Position zurückkehren. Das ist die Grundvoraussetzung für jede statische Beurteilung und wird in allen Normen verlangt. GM-Railing-Glasgeländersysteme erfüllen diese Anforderung durch eine materialgerechte Verklebung und eine spannungsfreie, linienförmige Glaslagerung. In den Versuchen wird ein Glasmodul von 10 cm Breite mit 10 kg belastet, was einer Holmlast von 100 kg pro Meter entspricht. Beim ersten Versuch erfolgen der Nutzung nach empfundene Lastwechsel in kurzen Abständen. Nach der Belastung steht das Glas in exakt der ursprünglichen Position, ohne eine Abweichung von der senkrechten Ausgangsposition. Genau so muss es sein. Beim zweiten Versuch haben wir unser Glasgeländersystem GM Railing Double 24 Stunden lang einer dauerhaften Belastung unterzogen. Nach der Langzeitbelastung erkennt man eine beachtliche Auslenkung in der Höhe des Handlaufs. Diese elastische Verformung bildet sich aber in kurzer Zeit zurück. Auch nach dieser extremen Beanspruchung steht GM Railing Double durch die hohlraumfreie, hochfeste Strukturverklebung exakt in seiner senkrechten Ausgangsposition. Der Versuch zeigt, wie GM Railing Double auf stoßartige Höchstbelastungen im Notfall reagiert. Auch in diesem Fall steht das Glasgeländer anschließend wieder in derselben Position. Unverändert, stabil und sicher. Glasmarte. Einzigartige Systemverantwortung.